Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte. Und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt. Es war wolkenlos und die Wetterverhältnisse. Mit dem Foul, das gibt Freistoß. Kovacic hat den Ball und versucht, das Spiel schnell zu machen. Ist das ein langer Ball? Das war doch eigentlich eine vielversprechende Situation. Die anderen waren doch da. Warum bindet er sie nicht ein? Joel Feldmann. Das ist schlitzohrig. Soeben gerade noch dazwischen gefunden. Und der Pass, das wird eine Torchance. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Ab in den 16er damit. Toll gelöst. Ich weiß, dass er nur ungern den Kürzeren zieht. Aber hier muss er sich eingestehen, dass ihm sein Gegenspieler den Schneid abgekauft hat. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Ziemlich variabel das Ganze. Viel Bewegung in vorderster Reihe, die zentralen Offensiven. Er schießt aufs Tor. Na bitte, Tor! Fantastisch! Ja, wenn man das Fußgelenk einfach mal herausnimmt, dann kommt sowas mal rum. Stark. Ein 5-Sterne-Distanzschuss. Das ist die frühe Führung. Lallana. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. Und hier steht's 1:0. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Da ist vielleicht mal der Trainer gefordert, etwas mehr Konzentration. Nur noch der Keeper. Gefährlich, da ist es passiert. Was für ein Katapultstart. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Schon ein einigermaßen bequemes Polster. Die spüren natürlich, jetzt im Moment sind wir am Drücker und diese Situation müssen wir ausnutzen. Auf zur nächsten Chance. Er bringt ihn. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Er springt hoch zum Kopfball. Da hat er verpasst, noch ein richtig schickes Schleifchen dran zu bringen.
Bremen hat innerhalb. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Ab auf die Flanke. Kovacic. Das ist Welbeck. Gefährlich! Ja, mit der Tormöglichkeit. Und bitte. Das ist schon stark hier drauf. Er versucht's. Das ist ein Foul. Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß. Lallana. Da war er voll auf der Höhe. Das könnte was werden. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Er probiert es mal mit dem Heber. Kommt der an? William. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Entscheidung steht, Einwurf. Da rollt der Ball über die Linie und was das heißt, ist doch klar. Einwurf. Rein in den 16er. Er trifft ihn. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut. Das sah auch nicht schlecht aus. Aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Martial, er zieht durch. Und drin ist er. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das noch mal nehmen lassen. Okay, einerseits hat es der Gegner ihnen richtig leicht gemacht, andererseits war das natürlich wunderbar umgeschaltet. Herrlicher Kontertreffer. Neuer Spielstand 3:0. Burn. Und ab die wilde Fahrt. Mit dem Halbzeitpfiff des Schiedsrichters gehen wir in die Pause. Ich bin mir sicher, wenn sie jetzt nicht nachlässig werden, dann kann hier nichts mehr passieren. Zu groß die Dominanz in der ersten Halbzeit. Zu hoch die Führung. Drei Treffer trennen also beide Mannschaften. Das wird eine Herkulesaufgabe, das aufzuholen. Der Start in die zweite Hälfte. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und rein damit. Wie der sich hochschraubt. Was für ein dicker Klops. Und er hat den Ball gehalten, aber er hat ihn nicht festgehalten. Glück für ihn, dass der eigene Mann zur Stelle ist. Und die Möglichkeit. Eine richtige Frage für den Rest. Auch wenn der Ball nicht drin ist, Kompliment, dass er überhaupt hier zum Schuss kommt. Und das war schon wieder ein Lupfer. Ja, warum denn nicht? Sie rennen da gegen eine Wand. Welbeck mit der Möglichkeit. Ab auf die linke Seite.
ganz fein gespielt. Man könnte durchaus flanken. Nein, so nicht. Einfach mal rausgedonnert. Flanke von Kovacic. Hauptsache weg mit dem Ding. Weg damit. Ball über der Linie, Einwurf. Das ist nicht von dieser Welt. Kovacic. Flanke von Kovac. Er hält drauf. Also damit erschreckt er überhaupt niemand. Wie frei bitteschön will der denn noch stehen? Unfassbar, unfassbar. Sein müssen. Welbeck. Das ist interessant. Die stehen weit weg vom Gegenspieler und ich glaube, sie tun das mit Absicht. Ja, er sieht irgendwie körperlos aus. Warum nur? Also direkt am Gegenspieler bedeutet, du willst die Balleroberung, stehst du weiter weg, dann willst du das Spiel kontrollieren und die Passwege zustellen. Ich habe den Eindruck, ab in Richtung Tor. Kompromisslos weggeschlagen. Das Spiel ist unterbrochen, jetzt kann gewechselt werden. Ein Fußballkünstler. Gute Chance hier zu flanken. Die Kugel kommt ganz gefährlich vors Tor. Und er zieht ab. Den holt er sich. Okay, ein Abschluss war es, aber seien wir mal ehrlich, nicht so richtig vielversprechend. Jetzt ist er drin. Hier spielt nur eine Mannschaft. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wird es zweistellig? Und sehr viel besser hätte er sich bei seinem Trainer für die Einwechslung nicht bedanken können. Na, sowas nennen wir dann doch mal eine Einwechslung mit wunderschönen Konsequenzen für den Joker. Sie setzen hier noch einen drauf. Nur noch eine Viertelstunde. Ganz klar, Einwurf. Hart, aber herzlich. Hart, aber fair.
Das ist Rodrigo. Rodrigo. Man hört förmlich, wie die Fans auf den Rängen entnervt aufstöhnen. Probiert's. Das ist Welbeck. Das Ding passt. Rodrigo kann ihn machen. Rodrigo. Versucht ihn nach innen zu spielen. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Lallana. Der könnte durchkommen. Klasse durchgesteckt. Allein vor, schießt ihn aufs Tor. Und er geht vorbei. Auf der Bank ist Bewegung, da wartet ein Wechsel an. Und es müssen gleich zwei Spieler runter. Überhaupt keine Frage, der Trainer war zuletzt mit den Abläufen auf dem Rasen nicht mehr einverstanden. Da muss ich was tun. Und deswegen jetzt frisches Blut, zwei neue Spieler. Und das war's für heute. Die Partie ist beendet. Der Gegner ist heute schlichtweg überrollt worden. Für alles andere muss man sich einfach nur das Ergebnis angucken. Ich denke, das spricht heute für sich. Wie siehst du die Partie, Hansi? Sie haben heute richtig hoch verteidigt.